Und nochmal sind's wir von der Verkostungsfront. Diesmal gibt's Rotweine, nämlich Spätburgunder aus Baden und aus dem Rheingau. Es sind nicht alles große Gewächse, es ist sogar relativ reichlich viel. Reichlich viel. Wunderbar. Wein, der nicht großes Gewächs klassifiziert, dabei ist vielleicht von Nicht-VDP-Gütern oder von Weingütern, die halt einfach daraus kein großes Gewächs machen, die aber da einfach mitstinken können. Wir haben eine ganze Reihe vor uns, es wird ein bisschen dauern, deswegen fangen wir auch ganz schnell ohne lange Vorrede an. Oder soll ich noch eine lange Vorrede machen? Wie hältst du das? Soll Wie ich war noch ein das mit bisschen? den Schwimmbädern? Das mit den Schwimmbädern hatten wir das letzte Mal. Also lassen wir es. Also wir fangen an. 237216. Ich bin selber sehr gespannt. Kannst du mir das nochmal sagen? Entschuldigung, das Ja, ging klar. nicht. 237216. Denn es war jetzt in den Proben gestern und heute sehr oft so, dass so manche nominell größeren Weine aus einem Weingut nicht ganz so gut waren wie manche nominell kleineren Weine. Übrigens, hier ist dein Fernseher. Da bin ich jetzt selber sehr gespannt, wie das dann ausgeht. Ein bisschen schokoladig. Ein bisschen und grün. Und ein bisschen Ja, also offen. jetzt ohne dem Wein zu nahe treten zu wollen, ich erkläre es auch gleich. Es erinnert mich ein bisschen an Sangria. Also ich habe sogar so ein bisschen Orangennoten. Also das soll jetzt wirklich nicht die Qualität des, also Naja, irgendwas über die Qualität, sondern die Aromatik. wir reden bei dem, was du so an Orangennoten nennst, da reden wir von dem offenen. Das ist also so ein Hauch oxidativ, das begünstigt diese Art Aroma. Ich weiß schon was, und dieses Sangria, ich weiß genau, was du meinst. Es hat ein bisschen das offene, säuerliche von deutlich einfacheren Weinen. Also im Mund ist er besser, Ja. straffer. Wirkt ein bisschen eingemacht. Auch ein bisschen schokoladig. Feinheiten hat halt keine. Ein bisschen süßlich wirkt es. Es hätte ein bisschen Zucker. Also, das ist schon knapp für mich. Die Punkte, die er jetzt hier Ja. innehat, das kann. Kann er? Meinst du nicht? Ich habe ein bisschen die Probleme mit seiner leichten Zerfahrenheit, dieser leichten Oxidation, diesen etwas plakativen Aromen, dieser gewissen Süße, die eigentlich nur dafür sorgt, dass das halt fruchtiger wirkt, als es vielleicht ist. Es ist so ein. Es wirkt halt ein bisschen hergerichtet. Ich meine, ich kann damit leben, aber ganz glücklich werde ich damit nicht. Also so, es ist nicht von der Hand zu weisen, was du jetzt gesagt hast. Ich halte nur, also er hat eine gewisse Länge, Ja, und weshalb ich Substanz auch. ihm die. Es sind 86 und ich kann damit leben. Es ist okay. Ich habe Ja. halt einen halben Punkt. Ah, das habe ich befürchtet. Das ist Alexander Freimuth. Rüdesheimer Spätburgunder Lignum. Ja, das Holz ist, muss man eben gar nicht drauf schauen. So, aber jetzt. Aber jetzt. 239492. Jetzt muss ich lauter reden, weil ich hier in der Ecke sitze. Wir haben so viele Weine. Achso, du bist zurückgesetzt worden, sozusagen. Sozusagen. Das ist deutlich kühler. Das ist klar, das hat Schliff. Ein bisschen tabakig. Kleines bisschen pilzig, wie das Spätburgunder halt ganz gern hat. Ja, aber das ist authentisch Ja, irgendwie. sag ich ja. Das ist ja das, was ich meine. Wirkt auch fester in der Nase. Eher kühl. Eher kühl in seiner ganzen Art, wobei er dann im Hintergrund
wieder diese Pilze, das gehört dahin, aber diese Pilze Butterpilze. sind, ja, und die sind aber so schon in Butter sortiert. Das hat diese braunen Buttertöne auch. So viel Pfeffer und so viel Zug, da drückt er noch mal. Schreibe ich rein. So ist es ja nicht. Ich schreibe es nur falsch rein. Vorsichtshalber. Ja, schon, aber die Tiefe und den Biss hat er nicht, dass er jetzt höhere Noten verdient hätte. Das ist sehr gut, Sehr gut, aber ja. es sind keine 8. Du streitest nicht mit mir? Nein. Was ist denn hier los? ja. Das ist Peter Jakob Kühn, Spätburgunder 2015. Mehr ist es nicht. Kein GG. Der ganz normale Basiswein. Ich meine, was hat da Basiswein heißt? 2387763. Glaube, preislich ist das auch kein Basiswein mehr. 2,8. Nein, 2387763. Ich höre auf, dir zuzuhören. Das ist ja schlimm. Gut, das ist viel dunkler in der Aromatik. Ja, und das ist auch ein bisschen offen. Bisschen säuerlich, ganz winzigen Hauch oxidativ. Richtig. So ein bisschen, So komische florale Töne, die getrocknet floral steht schon da. Ja, und dann so ein bisschen Wurzelgemüse. Auch wieder Pilze. Schon was erdig-mineralisches auch, aber es wirkt rustikaler und ein bisschen. Ja. Fehlen ein bisschen die Finessen. Ja, das ist schon sehr offen. Ja, das geht auch im Mund ein bisschen in die Breite. Die Frucht ist halt schon an der Grenze zur Überreife. Eher weich. Oh ja. Ne? Das zerfließt leicht, dann Oh. ist das Tannin ein bisschen sandig und trocknend. Das hat schon salzige Mineralik, das hat da Kraft und Substanz. Aber dann kommt das Rauchige, das Speckige, das Spröde, die Finessen fehlen halt ein bisschen. Also, ich hätte ihn eher noch einen niedriger. Bitte? Ich hätte ihn ja fast eher noch einen niedriger. Ich habe ihn bei 85. Ja, das ist jetzt bei der Substanz ein bisschen schwierig, aber es ist, stimmt schon, es ist halt einfach. Das ist halt noch die Art Spätburgunder, wie man es besser nimmer machen sollte. Einfach ein bisschen. Es fehlt halt einfach an Finessen, an Frische, an Festigkeit. Es geht alles ein bisschen zu sehr in die Breite. Und dann bleibt es halt ein bisschen spröde. Das ist der Topwein von Aufricht, Spätburgunder Isabel 2013. 2013 war ein Top-Spätburgunder, aber da ist es halt ein bisschen auch. Hat auch 14 Alkohol. Übertreibt es halt mit der Reife und mit dem Holz auch. Schade. 2389 Gibt es übrigens zwei Isabels 2013 mit zwei verschiedenen Füllnummern. Wir werden den zweiten auch noch haben irgendwann. Eine gewisse Wärme. Ich weiß, was Kandiertes drin. Ja, so ein bisschen balsamisch. Stimmt. Und nicht nur rot, ne? Es hat auch schwarze Beerentöne. Ja, also. Fast ein bisschen Lakritz. So könnt ihr da Ingwer. Ja, ist gar nicht so schlecht. Ja, und dann ist es sehr reif, saftig eingemacht wirkend, ein bisschen warm, schokoladig.
Ich habe ein bisschen was von eingemachten Aprikosen. So eine. Ja, und Zwetschgen. Auch einer, der so ein bisschen an der sehr hohen Reife kratzt, ne? Das ist so, das, nur er ist nicht so offen wie der andere. Es passt ein bisschen besser zusammen. Also da stimmen die 87 meiner Ansicht nach. Aber es hat auch ein bisschen, das wirkt ein bisschen süßlich auch. Ja, es Es ist schnell halt, zu es ist, durchschnittlich. ja genau, es ist halt eingemacht fruchtig, es ist schokig, es wird ganz vielen Leuten sehr gefallen. Es hat Nachhaltigkeit, es hat Würze, es ist alles da, aber Bisschen brav. ja, die Feinheiten fehlen halt auch. Für die höheren Weine. Ja, du kommst blind nicht drauf. Das ist Assmannshäuser Höllenberg, Spätburgunder, großes Gewächs von Mumm. Kommst blind leider wirklich nicht drauf. 2, 3, 9, 4, 3, 6. Ganz anders, Trocknet pflanzlich, floral. genau. Genau, viel getrocknet pflanzlich in der Nase. Kümmel kann ich sehr gut Kümmel ist total nachvollziehen. deutlich. Das riecht wirklich ein bisschen nach Weißkraut mit Kümmel. Das klingt schlimmer als es ist, weil das macht Appetit. Es hat eine Mineralik. Aber es ist halt ganz, ganz anders. Na, du schreibst etwas schwarzen Beeren. Jetzt im Moment überwiegen die dunklen Beeren für mich oder bei mir. Das stimmt. So ganz bisschen heilkräuterig Ja. im Mund. Und wieder Pfeffer und Kümmel. Ja, der Pfeffer hat mir ja schon oben gefehlt und der ist im Mund noch deutlicher. Ja, richtig schwarzer Pfeffer. Richtig. Ja, Ja, sag. die letzte Tiefe fehlt mir aber. Also ich finde auch, das steht bei 87 auch gut, weil so tief ist er nicht. Und dann ist er sehr warm vom Alkohol hinten. Und antrocknend, ich weiß Ja, nicht, das wie sich Tannin trocknet ein bisschen das an. Stimmt. entwickeln wird. Wir sind wieder beim Assmannshäuser Höllenberg, dieses Mal von Allendorf. Das ist großes Gewächs. 2, 3, 7, 7, 1, 8. Jetzt ein. Internet ist lahm, also meins. So kirschiger, ne? Ja, aber er ist auch deutlich pilzig und vegetabil. Ganz bisschen offen. Ja. Richtig. Es ist aber Rheingau, oder? Ja, das ist immer Rheingau, das ist immer diese, das wird dunkler in der Aromatik als die Badener. Das ist recht kühl. Es hat Schliff und Saft. Ja, Sehr ist, trocknet. und vor allem ist es auch nicht sonderlich tief. Ja, über die Punkte müssen wir nochmal sprechen. Nee, das sind nur 7. Das ist Rest. Wer ist denn das dann? Weil das so kühl wirkt. Aber es ist halt, das ist ein bisschen rau, ein bisschen trocknet. Es fehlt ein bisschen die Tiefe. Naja, dann werden wir ja gleich sehen. Ja, aber der hält es nicht, ne? Auch im Abgang bleibt er. Wie du schreibst, es ist ein gewisser Zug da.
es sind eher 6. Oder übertreibe ich es? So dazwischen. Ja, es ist wirklich so ein Grenzfall. Naja, der zieht ein bisschen. Lass mal stehen. Hat er vielleicht Glück gehabt? Oder wie siehst du das? Ja, sonst hätte ich mich gerührt. Das ist Kloster Eberbach. Pinot Noir. Ohne Lage. Man könnte jetzt meinen, das ist der normale. Ist es aber nicht, weil das ist diese Crescentia-Linie. Also es ist schon der höherwertige. Das kostet schon über 20 Euro. So ist das nicht. 2 3 7 2 1 7. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Der Musik. Auch ganz leicht offen. Das stimmt. Der geht fast ein Hauch ins Krautige. Viel Alkohol, oder? Sehr viel. Bei mir ist die Assoziation Sherry fast Ja, drauf. das ist wirklich, geht ein bisschen ins, fast ein bisschen ins Flüchtige. Ich sage, Gaumen ein bisschen flüchtig. Das ist dicklich, viel Alkohol, das schärft schon ein bisschen, das wird jetzt krautig. Und am Anfang Nicht mehr überraschend warm. kühl wirkend, steht da drin. Und dieses Kühlwirkende, das war die Flüchtige, die das so, die sorgt für so manchmal so ein bisschen so einen kühlen, geschliffenen Eindruck. Und den eigentlich, das ist ja wie wenn es eine Spur Essig reinschüttest. Und dann wirkt es straffer, aber eigentlich ist das flüchtig. Und das kann diese 88 bei weitem nicht. Das ist genau das, was diese Weine dann können. Sie blenden nach dem ersten Schluck. Deswegen gewinnen die ja oft diese Verkostungen. Es sind schon ein paar so Attribute, die da drin Das stehen in stimmt der immer. Das stimmt einfach Weinbeschreibung. nicht mehr. Ja, aber sie deuten darauf hin, was Ja, dann da hinten nach ja. draus wird. Ja, das war ein totaler Blender. Oh, das ist wirklich. Ja, es Das ist auf zerfließt jetzt auch Kante richtig. genäht, Ja, ja. das ist total auf Kante. Also auf Kante bedeutet an der Grenze zur Fehlerhaftigkeit. Nämlich die erhöhte Flüchtigkeit hier, das ist jetzt schon massiv. Ich kann mal herrlich Lamm drin einlegen, wahrscheinlich. Fast so getrocknete Lavendelblüten. Entschuldigung, jetzt muss man mal viel schreiben. Echt. Was mit dem Alkohol? Ich können sich die Zuschauer was zum Trinken holen in der Zwischenzeit. Ja, es ist halt, das zerfällt. Das ist leider ein echter Blender. Können wir, haben wir vielleicht eine schlechte Flasche? Nicht bei dieser Art Wein. Das glaube ich nicht. Das ist ja nicht so, dass das jetzt Kork gekriegt hat und dass das stumpf wird. Sondern dieser Mordsalkohol und diese flüchtigen Töne. Das kommt halt dann oft so, wenn du Moste hast, die du dann, weißt du, wenn du so einen irren Alkohol hast, das ist halt dann oft so, dass das Gärprobleme gibt. Und dann gibt es halt Gärnebenprodukte, die dann halt nicht mehr so schön sind.
14,5. Ja, es ist halt einfach, das Burgunder mit 14,5 ist einfach Blödsinn. Und du kriegst jetzt wieder mal mit, warum. Das wird auch überhaupt nicht schön reifen. Das sind maximal 5, das sind eher Ja, 4. genau. Ich war Eher auch 4. zwischen 4 und 5. Ja, das Das ist, weil beruhigt ich wirklich, mich. das ist knapp an der Fehlerhaftigkeit. Tut mir leid. Ich weiß jetzt auch, was das ist. So, Alexander Freimuth. Das ist Rüdesheimer Magdalenenkreuz 13. 13 war eigentlich ein Jahrgang, der unheimlich feine Burgunder ermöglicht hat. Aber 14,5 Alkohol, das ist halt einfach Unsinn. Warum macht man das? 2395 10. Das wird hinten raus total spröde, das bricht total ein, wie das halt mit Weinen mit erhöhter Flüchtiger so ist. Sie blenden ganz kurz und dann brechen sie weg. Ganz andere Baustelle. Somit kann ich das nach dem Ausspiel nochmal haben, da kommt mir irgendwie der andere zu sehr durch. Danke. Nachvollziehen. Das ist aber Spurwärme in der Nase, aber eigentlich Ja, schon. ist das trotzdem geschliffen. Es hat was, ja, dieses Alt- und Unterholzige ist da. Das ist jetzt wieder saftige und geschliffene Frucht. Das ist kühl, das hat richtig Leben, das hat einen ganz feinen, pfeffrigen Ton dahinter, der das alles noch einmal alles ein bisschen hebt. Also zum Trinken ist das ein Vergnügen. Das hat wenig Schwefel, ist auch ganz leicht offen, so wirkt es zumindest. Das ist es. Es ist ein bisschen offen. Komm, das ist Riss, oder? Aber im Mund. Also es ist ein ganz kühler Stil. Aber sind sie nachts? Das ist. Gut, das wäre geklärt. Balthasar Reß also von unserem S. Das ist das S. 2385 5. Beim Spätburgunder bin ich mir nicht ganz sicher, ob man nicht mit dem Schwefel nicht, ob man wirklich so niedrig ihn halten kann beim Spätburgunder. Beim Riesling ja, beim Spätburgunder bin ich mir nicht ganz sicher. Wie man es jetzt merkt, das öffnet sich halt ein bisschen zu schnell. Ein bisschen schnell oxidativ in der Luft. Weil wie lange ist der in der Luft? Das sind jetzt 3 Stunden oder so. So, ganz anders. Ziemlich röstig, es hat Holz. Hat das? Das kann man nicht verleugnen. Ah, das ist aber nicht reingegangen, das ist Baden. Mich irritieren die im Moment die floralen, diese getrockneten floralen Töne. Was heißt, die irritieren dich? Sie dominieren im Moment die Nase für mich. Die sind so deutlich. Ja, sie stehen auch neben der Röstung als erstes drin. Das war also schon gestern offensichtlich so. Dadurch wirkt er so leicht parfümiert. Ja, die Frucht wirkt ein bisschen eingemacht. Ah, das ist Bodensee. Ja, das hat er so. Das geht oft ein bisschen so ins Kantierte und Eingemachte. Er macht es dann auch ein bisschen reifer und dann hat er viel Holz. Jetzt muss ich an Carsten denken, der ja Bodenseeweine blind erkannt hat. ja.
Nur der hat sie gehasst. Das ist ja nichts zum Hassen, das ist ja guter Wein. Nur, es sind sieben. So ging es uns mit der anderen Isabel 2013. Wie gesagt, es gibt da zwei Füllungen. Ging es uns genauso. Auch der hat mit der Luft ein bisschen nachgelassen, weil es halt ein bisschen zu sehr in die Überreife geht und ein bisschen zu viel Holz hat. Und dann bleibt es halt einfach, geht es auf Kosten der Finessen. Und die Reifen gar nicht so schlecht, aber sie werden halt trotzdem rustikal und ein bisschen plump mit dem Alter. Ein bisschen plump ist er ja sogar heute schon. Nicht, dass das keine Länge hätte, aber ich glaube schon, dass das vielen Leuten schmeckt, aber eher Leuten, denen Burgunder an sich nicht schmeckt. Genau. Sind so Merlot-Trinker, also Entschuldigung, ich will das gar nicht so verallgemeinern. 2 3 9 4 9 4. Ich würde jederzeit Petrus trinken. Und nicht, weil es Petrus ist, sondern weil es unheimlich fein sein kann. Merlot kann auch fein sein. Das sind wir abgeschwiffen. Hast du es geschwiffen oder geschweift? Ich sage geschweift. Weiß es gar nicht genau. Vielleicht schreibt ja jemand, wie es. Kann ja sein. So, das ist herb und kühl und Ja, geschliffen und und jetzt haben wir lebendig. wirklich, und da ist immer nichts Offenes dran. Und Richtig. das ist nicht verschwimmend, sondern es ist richtig fokussiert. So ist es. So soll das riechen. Ein ganz feiner Pfefferton dahinter. Tolle, klare, brillante Frucht. Schön. So geht's weiter, obwohl das eine gewisse Reife schon hat. Genau, aber Es halt wirkt ein eine kleines kühle. bisschen eingemacht, aber es bleibt trotzdem kühl. Es ist geschliffen. Wieder, also gut eingebundenes Holz, das merkt man zwar, aber es stört nicht. Ein bisschen Schoko, aber auch wieder pfeffrig. Schwarzer Pfeffer ist es. Ganz deutlich, oder? Ja, auf jeden Fall da. So deutlich, dass ich es zweimal reinschaue. Beim Abgang bleibt richtig diese sehr angenehme, warme Pfefferschärfe übrig. Ich hoffe, du hast auch die Kräuterwürze. Ich dachte, du hast das gelesen. Nee, du kannst es nicht lesen, steht da nicht drin. Jetzt steht es drin. Danke. Schuldest du mir dafür was jetzt? Ja, ich Ganz jung, ne? glaube. Ja. Ach, ich weiß, was das ist. Ja, zack, 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 zack. Das ist Queens 2015er. Der Dingsbums. Der Ja. Moment, Moment. Frauenweingarten oder wie das heißt, oder Ja, wie heißt es? ich glaube, Frauenberg? Frauenberg. Frauenberg. Naja, das ist. Das hat auch 13% nur. Ich war Wobei er nicht fast so. wärmer wirkt. Findest du? Es ist aber der Jahrgang offensichtlich, dass das diesen wärmen Eindruck wahrscheinlich 13 bedeutet, vielleicht auch 13,4. Ja, 89 oder 90. Also ich wäre für 89, Ich auch. aber Dann sind wir uns ja ausnahmsweise mal boah, einig. aber wirklich sehr beängstigend. Also, das ist Peter Jakob Kühn, Rheingau. Das ist sein Frühenberg, heißt er, nicht Frauenberg. Frühenberg, 2015 aber. Das ist schon sein großer. Der kostet auch schon 40 Euro. 2 3 9 1 8 3. Tabakig, holzig. Ja, Erik, stimmt. Und ein bisschen Richtung Cassis gehen, das ist das Assmannshausen. Ich glaube nicht. Sicher.
Na, egal. Deshalb ein bisschen was Pilziges hat er. Wie gesagt, das haben Spätburgunder recht Pfeffrechte, gern. Ja, nur nicht so deutlich wie der Vorgänger. Er hat es sowas doch. abgehangen, Fleischiges. Auf dem Fleisch darf da gerne ein bisschen Pfeffer drauf sein, aber das Fleischige finde ich schon deutlich. Das ist so grob zerstoßener schwarzer Pfeffer. Kannst es nicht lassen. Ja, aber eher so Kubebenpfeffer, also Langpfeffer, der so dumpfe Schärfe hat. Wirkt leicht süßlich im Mund. Also so eine Extraktsüße, so vielleicht auch etwas eingemachter. Es in der Reife ein bisschen, wie soll ich sagen? Nein, es ist so gemacht, dass das ein bisschen Geschmeidig zwetschgig, ist. ja, weicher ist. Das ist richtig. Ja, so ein bisschen zwetschgige und Richtung Feigen gehende. Feige ist gut. Feige fast noch mehr als Zwetschge, gell? Ja, das ist geradlinig, das ist gut. Ich finde, das steht Aber auch er steht da perfekt. gut, Ja. finde ich auch. Ja, so ist es. Das sind die Staatsweingüter. Bei den Rieslingen haben wir uns manchmal schwer getan. Die Burgunder sind aber gut. Das ist Rüdesheim, Bergschlossberg. Naja, gut. Ist nicht Assmannshausen, aber es ist auch Schiefer und es ist nicht weit weg. Das ist großes Gewächs übrigens. Kostet, glaube ich, fast 60 Euro. 2, 3, 8, 7, 5, 9. Holzner. Holztabak. Ganz dunkel in der Ah. Hauptstadt. Bodensee? Ja, sehr gut. Ja, sie lieben es, dieses. Hat auch im Mund. Ganz röstig und speckig und dann diese gerösteten Pilze, bisschen Ruß, viel Kraft, es hat schon auch Salz hinten raus. Aber es ist halt, wie sie es halt so gern machen. Es ist Etwas rustikal. etwas rustikal, wobei die Frucht durchaus eine gewisse Frische hat. Es ist nicht so auf Kante genäht, wie wir es heute ja auch schon hatten. Richtig. Das ist deutlich gekonnter, also das ist völlig reintönig. Aber dieses Mordsholz braucht es das für einen Burgunder. Wahrscheinlich fahren viele Leute aus dem Häuschen, wenn sie das probieren. Was halt, das ist Burgunder aus Südfrankreich, so ungefähr. Naja, Es trifft. ne? Mit Wärme und Alkohol und und gemacht ist das hervorragend. Die Frage ist, hat er die Finessen für die Ob 89er oder nicht nicht? eine Themaverfehlung ist, wenn man ganz streng Wenn man sein ganz streng wollte. sein will, ja. Das war das aber dort schon immer ein bisschen. Das zieht sich da halt wirklich durch. Nur, dass die diesen Typ halt richtig gut können. Und sicherlich auch Fans davon, Naja, viele das Fans haben. gesteht da so nicht aus als Versehen. Aber es sind nur 8. Es fehlen halt die Finessen ein bisschen. Das Bin ist mir halt gar nicht so sicher. Das Schoki-Karamell. ist ganz schwierig zu bewerten. Ja, es geht uns ja beiden so. Da geht es wirklich darum, sind wir vielleicht zu streng, weil es nicht ganz unser Stil ist. Ich glaube, davon kann ich mich lösen. Es geht nur Normalerweise müssen wir darum, das um zu können. sagen, ist es eine Themaverfehlung? Ach so.
Ich will, bei Themaverfehlung wäre man ja noch ein bisschen strenger vielleicht. Okay. Oder nicht? Ja. Gut, dann. Ich finde halt, das ist ein sehr guter, aber auch ein bisschen austauschbarer Wein. Das ist halt, diesen Stil gibt es überall mit allen Sorten. Das ist verdammt gut gemacht. Das kann ich Aber gut es nachvollziehen. hat so, ich meine, es hat eine Länge. Ich kann auch mit 69, 89 leben. Mit 90 könnte ich nicht leben dazu. Trotz der Länge. Komm, damit kann ich auch wirklich, weil lang ist. Aber es ist halt. Wenn ich mir Spätburgunder kaufe, will ich was anderes. Eigentlich. Das ist wieder eine Isabel, diesmal aber 2014, die uns schon, trotz allem, muss man schon sagen, deutlich besser gefällt als die 2013er, gell? 240015. Sehr viel Schliff, sehr Ja, kühl. sehr fein. Das nimmt einen sofort für Sehr sich ein. kräuterig. Ja, genau. Kräuterig, kühl, mineralisch, geschliffen. Also da fächert sich richtig schön ein Aromafächer auf. Bisschen was Gewürziges. Das ist ein ganz feines, gut eingesetztes Holz. Das ist eine kleine Hube. Ja. Hört sich ja nett an, der kleine Naja, der Huber. kleine sind die alten Reben. Ne? Ja, auch das ist halt schon komplex. Auch das hat richtig feine Würze. Auch das hat ein unglaublich gutes Holz, das man in Deutschland ganz, ganz selten findet. Kühl und straff und saftig und mit einer tollen Säure. Noch ein bisschen hefig. Ist noch sehr jung. Ach, ist das schön. Ja, da geht einem das Herz auf, Ja, ne? das geht ja wirklich das Herz auf. Da atmet es mal tief durch. Das ist so, als könntest du Landschaft in Irland trinken. So dieses. Weißt du, was ich meine? Ich war noch nicht in Irland. Ich sehe nur schöne Bilder. Also es ist ja Saftig und immer so fein und kühl saftig, und salzig und also ja. es ist wunderschön. Es ist einfach was du richtig trinken willst. Ohne jegliche Prätension. Das will nicht irgendwas sein, was es nicht ist. Das ist einfach. Ach, das ist Authentisch. elegant. Das ist perfekt angezogen. Das ist echt gut. Wunderschöner Wein. Also jetzt bin ich natürlich am Überlegen, was wir mit dem Wein machen. Weil da bleibt er ja nicht stehen. Weißt du, bei all dem, was er kann und was mir Spaß macht an ihm, hat das alles auch Grenzen in seiner letzten Tiefe und sowas. Also 90 wäre für mich die oberste Grenze, aber ich würde ihn da auch nochmal reinstellen wollen bei 90 und es Genau. rausfinden. Denn ich bin wirklich begeistert von dem Wein. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Aber Also. es ist für die ganz hohen Weine nicht tief und komplex genug hinten raus, so schön der Wein ist. Also dann zeigen wir ihn später, weil er kommt ja noch Ja, mal. wer hat gesagt, was es ist, haben wir eh schon. 239835. Aber manchmal ist es ja wirklich so, dass ein Wein einfach nur einen Gegner braucht. Wir werden sehen. Ganz anders. Das ist ein bisschen rauchig, röstig, das hat mehr Holz. Ist von der Frucht her nicht ganz so stringent und so fest dahinter. Nicht ganz so die Feinheit, Hat finde er ich. nicht. Das stimmt. Es ist recht hell, es ist auch zugänglich, es ist auch einnehmend, also es gefällt mir, aber es hatte jetzt schon einen schwierigen Gegner vorneweg. Sehr gut gemacht. Kühl, gerade. Bisschen rauchig, holzig, ein bisschen trocknet. Die 89 kann er nicht. Dazu fehlt ihm an die Tiefe. Also.
sind 7 bis 8. Kann ich gut nachvollziehen. Ne? Weil die letzte Tiefe fehlt halt doch. Das ist halt sehr gut gemachter Wein. Das ist kühl, aber ein bisschen das Holz und die Röstung. Kann ich, die geben mir ein bisschen Rückgrat, aber dann fehlt es dann doch an der letzten Tiefe. Es sind eher 7. Ja, von der Substanz her. Genau. Keine Frage, dass das ein schöner Wein ist, aber es sind nur 7. Ich glaube nämlich, wenn ich mich richtig erinnere, also, ich glaube, das ist ein recht junger Reben. Ich weiß jetzt ja noch nicht, was es ist. Schauen wir mal. Ui, Jechtinger Enzelberg. Das ist auch kein großes Gewächs, aber preislich liegt es schon. Das ist schon deutlich über 20. Okay. Aber das mit den jungen Reben würde es erklären. Das würde den Wein erklären, dass er den Background nicht ganz hat. Ja. Ja. 238982. Auch, dass er am Anfang so unheimlich für sich einnimmt. Und dann halt nicht, es nicht ganz halten kann. Fest und herb, ein bisschen speckig. Mhm. Und so vegetabile, rote Beete-artige Töne. Also erdig, erdig vegetabil. Pilzig. Mir fehlen aber auch die getrockneten Kräuter. Ist das nicht drin? Naja, getrocknet pflanzlich habe ich drin stehen. Also es geht schon in die Richtung. Das schmeckt, als hätte es einen Hauch Restzucker. Ein bisschen kandiert, ein bisschen süßlich. So ein bisschen floral. Ein bisschen Weingummi. Stark floral. Mhm. Auch wieder so etwas parfümiert wirkend. Mhm. Genau. Also Substanz ist da. Ja, aber auch da fehlt mir für 89 die letzte Tiefe. Das ist gut, das macht sogar richtig Spaß. Wir sind eher 8. Sogar zwischen 7 und 8, weil wirklich tief. Das macht schon richtig, das macht Spaß zu trinken. Aber mir ist er jetzt im Moment zumindest, so wie er sich heute präsentiert, etwas zu ein bisschen hergerichtet. Ja, das ist dieser Weingummiton, ne? Ja. Das sehe ich auch so. Ach, schade. Ich habe mich eigentlich gefreut, weil ich gedacht habe, das kann mehr. Aber das ist ja immer noch, das ist ja immer noch richtig guter Wein, so ist ja das nicht. Das ist Diefenhardt, komm, zeig es uns. Martinsthaler, Schlenzenberg. Pinot Noir, großes Gewächs. 237721. Das ist kühler. Ja, vor allem, das ist gerade ganz unnahbar. Das ist total vegetabil und pilzig. Verschlossen wirkend. Aber diese gemüsigen und pilzigen Noten sind wirklich ganz dominant. Ein bisschen getrocknet floral. Ja, diese Cassis-Tönchen, das ist Rheingau und das ist schon wieder Richtung Assmannshausen, oder? Richtig, das ist es. Ja, dieses Cassis-Tönchen, das kriegen sie halt woanders. Außer an den anderen Schieferlagen, also an der A oder so kriegen sie es nicht. Das ist ein bisschen überreif, ein bisschen malzig.
Malzig ist gut. Ja, Sie haben es ein bisschen übertrieben mit der Reife da. Die Staatsweingüter, oder? Ja. Das ist hier Goldkapsel, oder? Ja. Ich Das sind denke die schon. Versteigerungsweine, wo Sie richtig Geld dafür wollen. Und genau da gehen Sie von diesem wirklich guten Weg der Eleganz und der Feinheit ein bisschen weg und treiben es Verstehe. wieder mit Holz und aber weniger, aber mit der Reife mehr an die Spitze. Und das tut den Weinen nicht gut. Sie werden rustikaler, sie werden malzig, sie werden ein bisschen so getrocknet, wurzelgemüsig. Also wir jammern natürlich auf einem Ja, ganz klar ist hohen es guter Niveau. Wein, keine Ja. Frage. Nur, da stehen jetzt 89 plus, aber ich weiß nicht, wo ich das plus hinstecken sollte. Ich weiß gar nicht, ob es 89 sind, um ehrlich zu sein. Bin ich deiner Es hat Meinung? Festigkeit, es ist was da, aber es fehlt die letzte Tiefe. Und dann wird es Wobei rustikal. Länge hat er. Ja, gewisse Da Länge, dürfen wir nicht natürlich. vergessen. Ja, keine Frage. Ich meine, wir reden ja immer noch von einem sehr guten Wein, aber du merkst aber schon, dass hier in der Mitte so ein Loch stattfindet. Lang ist es, aber. Und diese Art Wein wird auch sich nur mäßig gut reifen. Irgendwann wird es halt richtig verschwommen und dann wird das blöde Malzige richtig rauskommen. Das ist nicht klug. Da zu glauben, wir machen jetzt den Überdrüberwein und es dann in der Reife zu übertreiben. Das ist Assmannshäuser Höllenberg Spätburgunder, aber das ist Goldkapsel Versteigerungswein. Also. 237528. Da wollen Sie schon burgundische Grand Cru-Preise dafür. Ah, relativ holzwürzig. Reden wir da vom gleichen Haus. Ganz anders. Bin auch etwas verwundert, weil ich weiß, was es ist. Na, ich nicht. Das hat relativ viel Holz. Das ist auch schwarzbeerig. Da ist viel Tabak. Das ist ein bisschen was Gewürziges. Wirkt sehr fest. Ja, das schon. Wirklich getrocknet, floral. Okay, das ist natürlich viel saftiger und geschliffen. Jetzt, ich weiß auch, was das ist. Das ist Peter Jakob Kühn. Jo. Ja, okay. Aber das ist am Gaumen halt ganz, ganz anders. Da ist gar nichts spröd und vordergründig, sondern das hat echt Tiefe und Saft. Mir ist das trotzdem vielleicht einen Spur zu reif für ganz hohe Weine. Ganz ehrlich, mir hat es einen ganz leicht marmeladigen Beiton. Aber das ist sehr gut. Für mich steht es da auch gut. Ja, Mehr würde ich ihm nicht geben. nein, auf keinen Fall. Sogar das. Ja, ich kann sogar damit leben, dass das ein Grenzfall ist. Muss man wirklich sagen. Also das hat deutlich mehr Druck und Länge und es ist präziser als der Auf Vorgänger. jeden Fall und Saft. Ja, genau. Aber wenn wir die Nase mit einrechnen und das bisschen diese Wärme und Reife, hast du schon recht. Da sind wir vielleicht bei 89 sogar besser aufgehoben. Das war jetzt nicht. Es gibt ja irgendwo, du hast bestimmt die Punkte nicht umsonst gegeben. Ist er von heute? Ja, ne? So wie ich das Von Verkostungsdatum heute. sehe. Also gut. Gibt es ihm morgen nochmal, aber ich gebe ihm jetzt 89. Ich
Ich fühle mich dabei wohler. Gut, dann Verkostungsdatum zurück, Nee, nee, muss veröffentlichen. nicht, weil es von heute. Kann ich morgen ohne Datum nochmal Ach, checken. okay. 237719. Also, worüber wir wieder reden, ist das Verkostungsdatum, also nein, das Veröffentlichungsdatum bei Weinen, die wir gestern probiert haben. Die sind normalerweise heute Mitternacht online. Wenn wir die morgen nochmal probieren, setzen wir das Veröffentlichungsdatum auf Sonntag, damit halt einfach, wenn wir es nicht vergessen, was ja auch oft genug vorkommt, weil halt dann einfach Ja, nicht eine Note reagieren kann. veröffentlicht ist, die dann sich morgen eventuell ändert und dann denkt jeder, wir mauscheln. Darum geht es nicht. Es geht wirklich nur darum, dass man uns einfach nochmal anschaut. Und damit sich das nicht öffentlich ändert, weil dann halt wirklich sich jeder wundert, vor allem wenn es runtergeht, ist immer blöd, vor allem für die Produzenten, setzen wir das Verkostungsdatum halt dann noch einen Tag vor. Das ist das, worüber wir gerade reden. Nur damit es mal klar ist. Habe ich? Ja, natürlich. Natürlich. Irgendwie fruchtbetonter und kräuteriger oder getrocknet Ja, und ich habe pflanzlicher. so Lakritz und Und das ist Geruch? ganz anders. Da fällt mir die Hinsteckung jetzt auch schwer. Na ja, echt? Man muss nicht alles einordnen. Es wird nicht besser, wenn man ein Unk hinter jedes Verb stellt. Doch. Ich hasse Lakritz, um ganz ehrlich zu sein. Also nicht bei Weinen, aber so grundsätzlich. Es hat in der Luft ein bisschen nachgelassen. Es ist immer noch sehr saftig, aber dieses ganz brillante und betörende hat ein bisschen. Der hat ein bisschen nachgelassen. Das ist geradlinig, das ist fruchtig, das ist geschliffen, aber das ist zwei Punkte zu hoch. Da fehlt ihm die Tiefe. Das ist ein wirklich schöner, sehr gut gemachter. Ah, das ist Höllenberg. Jo. Und das ist Staatsweingüter. Das ist. Wenn du hinten rausschmeckst, diese kleine rotbeerige Frucht, das ist nicht jedes Jahr daran erkennbar, aber dieses Jahr, weil das ist das, an was ich mich erinnere. Ja, aber das sind 8. Ich werde nicht widersprechen. So ist es. Der wird ziemlich früh, ziemlich gut schmecken. Also so in einem Jahr kann man das sicher scheiß dringend anfangen. Assmannshausen, Höllenberg, Crescentia, kein großes Gewächs. Das ist der normale. Nicht, dass er nicht so viel kosten würde wie ein großes Gewächs. Aber das macht Trinkspaß. Das muss man wirklich sagen. Das hat Schliff und das Saft. 237722. Bisschen fleischig. Ein bisschen verhaltener. Auch etwas transparenter. Ja, ein bisschen konzentrierter als der, den wir gerade hatten. Sehr speckige Töne. Wieder ein Hauch. Ach ja, das ist wieder ein Hauch Malz. Das sind doch wieder die Staatsweingüter, oder? Jawohl. Jawohl. Ja, sie, weil sie es mit der Reife schon an die Grenze treiben. Wobei das für mich feiner ist als der andere, weil man hat überhaupt Auf keine jeden Fall. krautigen Noten. Von der Frucht her ganz andere Ausnahme. Bisschen rustikal bleibt es dennoch.
Jawohl. Aber schön. Das ist schon sehr gut, gar keine Frage. Die Frage ist, ob es noch 90 sind oder 89. Ich glaube 89 lange. Weil das Zwingende hat er halt dann nicht ganz. Das ist halt dieser etwas hohen Reife geschuldet, dass das dann einerseits ein bisschen rustikal wird, auf der anderen Seite ein bisschen aufweicht alles. Und da jammern wir jetzt wirklich auf hohem Niveau, weil das ist ein sehr, sehr guter Wein. Gar keine Frage. So, das ist der Osmannshäuser Höllenberg. Diesmal aber wieder Goldkapsel Versteigerungswein. 240015. Was ja in der Haushierarchie über großen Cracks steht. Was jetzt wieder eigenwillig ist, aber das machen ja manche. Boah, ganz kühl. Fest, geschliffen, straff. Da merkt man halt dann den Unterschied, wie es halt aussieht, wenn du nicht die Reife ausreizt, sondern wenn du halt wirklich am richtigen Punkt liest. Das ist so betörend. Auf die Knie. Wir fangen jetzt nicht mit SM an. Ganz feine Kräuternoten. Bissi Zitruszesten. Etwas Animierendes. Sehr animierend. Ja, nur da stellt sich jetzt wieder die Frage, da haben wir jetzt einen Wein, der uns deutlich besser schmeckt, der total saftig ist, der unheimlichen Spaß macht, der Leben hat. Hat er aber genug Tiefe für 90? Okay. Wie siehst du das? Denn Ich würde sie ihm lassen, aber die Frage ist berechtigt. ja, es ist wirklich schon. Das macht totalen Spaß. Aber auch die Länge. Wohin reift er? Weil das wäre noch für mich, dass man sagt 89 plus. Naja, das Du würde ein bisschen beobachtest doch die implizieren. Weine Ja. und kennst dich ja aus, wie Weine reifen. Das Hube? Ist das wieder? Habe ich recht gehabt, das sind nur 89. Das hatte ich schon vorhin gesagt, falls du dich erinnerst. Ja. Er kann nicht ganz die Tiefe und Länge. Das ist ein herrlicher Wein und ich trinke Hast du das nicht immer recht? 100, nee, zum Glück nicht. Und ich trinke das 100 Mal lieber als diese überreiferen und holzwürzigeren. Also ich würde das jeden Tag trinken wollen. Aber Gut, ich die meine. Tiefe hat es halt einfach nicht, um 90 zu verdienen. Hube, alte Reben. Wie gesagt, Notetikett. Das gebe ich auch nicht her, wir trinken das ja auch irgendwann. 239184. Weil wir trinken manchmal sogar Wein. Ja, das kommt vor. Und jung Pinot Noir trinke ich viel lieber als jung Riesling, um ehrlich zu sein. Tabakig, herb. Fein. Oder tief. Naja, das hat schon was. Das hat Schliff. Ja, das Aubergine stimmt auch. Es ist so ein ganz kleines bisschen Pferd. Ja, Ja, aber das ist fest und klar. Das ist eigentlich eine schöne Nase. ich weiß nicht, ich finde Na, es da geht es so wieder in Richtung. durchblutet und Pferd kenne ich gar nicht so stark durchblutet. Klar bewegt sich das Ja, aber Pferd es hat und schon. Ja, aber die das Blut ist gar nicht so schlecht.
Jetzt kommt er aber dann, da kriegt er wieder ein bisschen sehr viel Reife. Reif und warm. Ich habe überraschend kühler Stiel, das ist fast nicht mehr da. Ne? Jetzt wird es wärmer. Also er hat kühlende Kräuter. Ja, machen wir so. Aber der ganze Wein ist eher auf der warmen Seite. Ja, es ist auch, es hat auch lange nicht diese Festigkeit und Finesse von den anderen. Das ist zu hoch. Wobei das kein schlechter Wein ist. Ich habe zumindest eine Ahnung, was das ist. Also, das ist auf der einen Seite hat es was Kühles, dann hat es aber auch diese warme, reife, eingemacht wirkende Frucht. Das ist. Also zum Glück hat es die kühlenden Elemente. Ja, wir sind ja 88. Weil das hat ja auch nicht die Tiefe. Das ist das, was wir vorher hatten, war der deutlich straffere Wein. Das ist etwas, was totalen Spaß macht zu trinken. Das ist auch. Das ist jetzt schon fast zugänglich. Man kann das jetzt langsam schon antrinken, zumindest noch ein bisschen Luft. Das wird, glaube ich, auch nicht so ewig halten, weil es ein ganz klein bisschen verschwimmt in den Konturen. Das war An vorhin. der Oberfläche, oder? Ja, genau. Und ein bisschen an der Oberfläche bleibt. Das sind nicht mehr. Ja? Ja, bin ich bei dir. Ist Staatswein gut? Ja gut, aber es ist jetzt nicht das große Gewächs und es ist nicht Genau, so das ein, sind das ist, die doch, das ist Überraschungen. großes Gewächs. Ah, Oh, okay. juh, ist doch großes Gewächs und zwar Höllenberg. Ich dachte, es ist jetzt eine Nummer drunter. Ja, das Blöde ist, dass das dann halt schon richtig Geld kostet. Wenn du was 20, 25 Euro kostet, sozusagen sofort kaufen. Bei 60. Überlegst du es. 2, 3, 9, 9, 4, 6. Geschliffen, ne? So ein bisschen noch dunklen Holzton. Und auch sehr dunkle Frucht. Also das ist, du schreibst rote Beeren. Ich habe eher Ja, Kirschen. die Kirschen sind auch drin. Es war bloß vorhin oder gestern noch ein wenig Kirschen statt deutlich Kirschen. Und Heidelbeeren, ne? Ja, ich finde auch Echt? Brombeeren. Genau die finde ich gerade nicht. Interessant. Heidelbeeren, na klar. Ah, ich habe Ja. Brombeeren im Garten und es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen gekauften Brombeeren und Brombeeren, die wirklich reif werden durften. Ja, da bin ich als Kind aufgewachsen bei meiner Großmutter mit Brombeerhecken. Aber du magst recht haben, ich. Nein, das ist ja jetzt Was er auch nichts, hat, sind weshalb. dieses. Ja? Kannst du dieses Trockenfleisch nachvollziehen? Ja. Also, es ist schon eigenwillig. Es ist relativ reif, es hat viel. Es hat schon merkliches Holz. Sehr gekonnt. Mmh. Das Kakao kann ich, also den Kakao Ich hier. überlege mir die ganze Zeit, wo ich hinstecke. Jetzt glaube ich, Ja. weiß ich es. Sieger? Hm. Ich denke mir immer die ganze Zeit, das kann doch nicht. Wo soll ich denn das hinstecken? Sieger ist das. Weil das schon so ein Paradigmenwechsel hier ist. Ja, total. Das ist ein Wein, wie wir ihn überhaupt noch nicht hatten. Das hat Speck im Mund und es hat.
angebratenes Ei, und zwar nicht nur Eiweiß, sondern auch Eigelb. Es hat eine ganz eigene Struktur im Mund. Pfeffer. Das muss man leider schon. Aber es hat halt nur eine unheimliche Substanz und es hält halt richtig nach. Das ist keiner dieser ultra eleganten Pinot Noirs. Das ist schon ein bisschen die, wie soll ich sagen, die amerikanische Pickup-Version Das stimmt. von einem Pinot Noir. Also es hat Muskeln Richtig. und das brummt richtig. Nur es ist auf diese Art halt auch saugut gemacht. Es ist unheimlich lang, es ist fest, es hat interessanterweise richtig minzige Töne, die so das Ganze ein bisschen abkühlen. Also für mich steht er da gut. Sehr gut, ja. Wobei man sagen muss, dass wir jetzt schon wieder einen Sprung höher sind. Also wir liegen jetzt schon bei 91. Steht da gut. Irgendwas hat er da hinten noch, was ich nicht ganz beschreiben kann. In seiner Mineralik. Irgendwas, was mich an Muscheln erinnert. Was bloß nicht warum. Das ist der Herr. Ich habe keine Idee. Das ist Seeger. Das ist sein 2014er Spermen. Ich muss da jetzt an Ferrari denken bei dem Wein. Naja. 239941. Viel PS. Ja, viel PS, aber es ist halt auch richtig gut. Ist auch richtig lang. Aha. Auch wieder schwarz, Heidelbeeren Ja, jetzt. ein bisschen tiefer. Ist es. Wir schlucken. Ja. Das ist sehr komplex. Ja, es hat fast schon so für mich mediterrane, so getrocknete Tomaten, schwarze Ja. Oliven. Und das alles hübsch gepfeffert. Das mit dem Mediterran, das schreibe ich rein, weil das ist wirklich auffällig. Das hat wieder, naja. Das ist ja doch wieder, oder? Ja. Ist das schlimm? Nein, nein, gar nicht. Es ist nur interessanter Vergleich. Hausstil, ne? Also Es sind, das. ja, und das ist aber ein interessanter Vergleich, weil das deutlich komplexer und tiefer noch ist. Ich meine, das ist in der Nase schon eine echte Hausnummer. So vielschichtig, wie das ist. Ja, und es zieht da auch durch. Es ist zwar weiterhin so, dass das halt die holzigere, die reifere Version ist. Ja, oh, aber das ist schon ein Matzwein, oder? Ja, er braucht ein bisschen Reife. Ja. Ja, aber die Komplexität muss man eben reinschreiben. Ein bisschen Wärme hat er auch. Da reichen die 91 aber nicht. Das sind zwei oder drei. Schon, ne? Das ist nahe. Das ist, Also was wir also machen es sind keine können, burgundischen drei, mit dieser totalen nein, das Straffheit, aber ist es ist so halt in seiner, das stimmig hatten wir in schon mal bei sich. einem an der A vor letzte Woche, wo du einen Wein hast, der halt einfach für sich dann, wenn er auch vielleicht nicht 20 Jahre reifen kann, aber so komplex ist und so fordernd und so, das ist einfach schon Oder richtig, auch so richtig, singulär. richtig grandioser Stoff. Boah.
Also, auch das, was, wo ich, das würde ich keine 10 Jahre im Keller liegen lassen, sondern lieber nur 4 oder 5. Aber dann wird es ein Riesenwein sein. Das ist Spätburgunder RR, Oberklamm von Seger. Kostet wahrscheinlich auch Geld. Naja, das kostet schon Geld. Aber das, was das in einer ähnlichen Qualität in Burgund kosten würde, kostet es halt, naja, Naja, vielleicht muss man auch. dann nicht eher in die Staaten gehen? 240019. Dann wird es noch teurer Ja. bei den einschlägigen Geschichten. Vom Stil her hast du recht. Vom Stil her stimmt. Nein, noch teurer stimmt nicht. Ah. Jetzt sind wir wieder Sehr in der fein. kühlen Abteilung. Ganz kühl. Straff, mineralisch, minzig, kräuterig. Ja, es hat in der Nase so etwas, was mich schon an kühle Seide erinnert. Sehr fein. Etwas ganz, ganz Leichtfüßiges und trotzdem Tiefes. Sehr saftig. Das strahlt halt. Das ist kühl und das ist, also das schmeckt irgendwie wie ein, so ein, das hat so diesen Granatapfelton. Ja. Granatapfel und Minze. Es erinnert mich an so Hibiskus-Tee. Hibiskus ist auch nicht schlecht. Schreiben wir es rein. Oh, das ist, da tue ich mir schwer, sich dem Wein zu entziehen. Also der. Berührt. Das ist halt so. Ich finde trotzdem, dass er da gut steht. Ja. Ja. Was haben wir? Ah, das war ein Grube. Die Bombacher Sommerhalde. 2014. 239511. So, das ist jetzt. 239511. Genau. Okay. Ganz fest. Ganz anders. Ein bisschen. Aber das Betörende stimmt, das hat er wirklich. Auch wieder Ja, was Granatapfel. Betörendes, aber auch was sehr Das ist doch wieder Fordernde. Huber. Nein, ganz woanders. Nein. Dann ist es der Heger. Nein, kann er nicht Heger sein, der ist ja nicht dabei. Sag mal, was geht denn das da? Oh la la, Ist wunderschön. Ach Gott, ich weiß, was das ist. ja, ich glaube, du Ich bist. weiß, was das Ja, ist. ich kann es mir vorstellen. Jetzt, Ich jetzt. weiß, was das ist. Aber das ist herrlich. Ist es. Mein Gott, ist das eine Schönheit. Das ist Kaviar. So ist es. Boah. Ich habe es mir bei der ersten Probe schon gedacht. Das hat die Brillanz. Und der Granatapfel ist auch wieder da. Und diese Feinheit, die sonst eigentlich nur Huber kann. Ja, das ist ultra elegant und fein. Schon in der Nase, da musst du noch gar keinen Schluck genommen haben. Und es berührt dich schon bis ins Mark. Ja, wobei, es ist ein bisschen ein Tick wärmer. Nicht negativ, aber Huber ist vielleicht etwas vom Stil her etwas kühler. Bin ich nicht mal ganz einverstanden. Aber probieren wir es. Also ich finde ihn aufgefächert, also er ist unglaublich aufgefächert. Am Gaumen noch mehr als in der Nase. Ja, so Das weit ist bin der ich noch Wahnsinn, was nicht. der an Vielschichtigkeit hat. Und er bleibt total kühl und bleibt
extrem brillant in seiner Frucht. Das ist ja nur Feinheit. Das heißt aber dichter und länger als die Somalde. Das kann mehr. Ich meinte jetzt nicht speziell die Sommerhalde. Ich meinte jetzt wirklich. Nein, darauf habe ich mich jetzt nicht bezogen in meiner Aussage. Boah, das ist aber eine Schönheit. Was so muss man spätmorgen erst mal machen können? Das ist eine Schönheit. So, und jetzt? Müssen wir für eine Stunde Stellen wir ihn bei 94 nochmal rein. Boah, ist das gut. Also, da kommen dir fast die Tränen. Das ist Ja. so schön. Und es ist so komplex und es ist so lang. Puh, ist das ein Traum. Boah, irre. Das ist Perfektion. Hilfe, ist das gut. Also gut, dann machen wir mit 240017 weiter. Hochluft Ja, das ist wirklich so, da kriegst du Schnappatmung. Das ist so gut. Da sind wir wieder bei Huber. Ganz kalt, ganz straff, mit viel Säure schon in der Nase. Das ist so. Ich Ah, habe so viel Rasse. getrocknete, rassig. Egal, total rassig, oder? Ja, ist gut. Ich habe so getrocknete Brennnesselblätter oder irgendetwas, was so unterlegt ist. Gar nicht schlecht. Im Mund so kühl, straff, saftig, ganz Etwas brillant. ganz Dunkles, sehr feine Struktur schon in der Nase. Und dieses Fleur de Sel. Aber mal ganz ehrlich, merkst du jetzt, was der Vorgänger konnte? Weil das ist super, aber das kommt nicht dran. Das ist unentwickelt, das hat totale Spannung, das ist herrlich frisch und lebhaft und Oh, das ist ein herrlicher Wein. Gut, bin Aber ich sehr einverstanden. da sind wir bei 92 und bei anderen sind wir bei 94. Gut. Also, Aber, boah, das ist. wunderschön. Also, da müssen wir überhaupt nicht überreden. Das ist Malter Dinger Bienenberg, großes Gewächs, Huber. Ja, das geht alles nicht her. Das geben wir alles nicht her. 240021. Da kriegst du wirklich Gänsehaut. Okay, das ist jetzt aber noch ein bisschen fester und tiefer. Aber auch sehr abweisend, Ja, ist sehr ganz kalt. verschlossen. Also wir wissen schon, wo wir sind. Ja, das ist Huber. Der Schlossberg. Schlossberg immer kalt und mineralisch. Immer, da glaube ich immer, das Salz schon riechen zu können, obwohl man immer sagt, das geht gar nicht. Aber wunderschön, ganz kalt, berührend, dicht, tief, ohne jegliche Wärme, ohne jegliches Aufdringen hier oder Überreife oder ja, und das Holz, das findest fast nicht. Boah, ist das eine herrliche Frucht. Ist ganz brillant. Wieder ganz kalt. Total strahlend reintönig. Außerordentlich fein. Ganz elegant. Oh, ist das schön. Also ich habe so Schweißausbrüche,
passiert mir nur, wenn Weine einen wirklich tief berühren. Ganz viel Salz. Ich glaube, man kann drauf kauen. Man hat immer wieder Angst, man kracht auf so ein Salzstück. Ganz, ganz stark. Nicht, wenn man Fisch in so eine Salzkruste macht. Trächtlern. Dreiundneunzig für mich. Verkostungsdatum vor, trotzdem noch Veröffentlichungsdatum. Also nochmal probieren. Sag's so. Mach mal. Schadet nicht, oder? Nein, mach mal. Gehen wir nochmal öfter. Okay. Das ist, wie gesagt, Häcklinger Schlossberg, Weißetikette, Huber, großes Gewächs. Okay. So, 2, 3, 9, 5, 1, 1. Eine irre Nase. Leck mich am Arsch. Ganz tief und fest und komplex. Unglaublich stark. Ach so, ja. Ja, dann haben wir mit rechts oben reingestellt. Willst du das wirklich schlucken? Wirklich spucken, das ist ja. Das geht auf am Gaumen. Das kann man sich fast nicht vorstellen. Das hat eine. Das hat einen Background, der da auffächert. Das ist so. Klar, das hat auch sicher weniger Schwefel, als jetzt die Tubers haben. Deswegen ist das früher zugänglich. Es wird vielleicht auch nicht ganz so altern. Boah, aber das ist eine Komplexität und ein Saft. Da wird es dir anders. Da reichen 94 nicht. So sehe ich das auch. Ist das groß? Es hat So. 12,5 Alkohol. Das ist so Es ist was so von. grandios. Das Es ist. ist riesig. Ja. Boah, ist das geil. Alter Eigentlich Schwede. himmlisch. Also das Verkostungs- oder Veröffentlichungsdatum. Ja, hast recht. Wir probieren den nochmal. Das ist uns ja mal passiert. Und deshalb. Und ich habe versprochen, daran zu Also, da denken. kriegst du wirklich Schnappatmung. Balthasares Kaviar. Uiuiui. 2, 4, 0, 0, 2, 3. Das ist aber auch wahnsinnig. Tief, fest, komplex, pfeffrig, mit einer ganz feinen, röstigen Würze von einem ganz, ganz grandiosen Holz. Wirkt total zu, aber du glaubst auch hier wieder, das Salz zu riechen. Die floralen Aromen, die ganz feinen Kräuter. Extrem komplex. Ganz groß. Diese Frucht muss man probiert haben. So
Brillant können rote Früchte in der Natur gar nicht schmecken. Wie das in diesem Wein schmeckt. Das ist strahlend. Das werden wir auch noch mal probieren. Das wird ein Kopf an Kopf rennen. Ich habe meinen Favoriten schon. Ja, das ist der, ne? Weil er halt Es noch ist kälter ist. trotzdem, Ganz, ganz es präzise. Das Interessante ist, du kannst es in Burgund nirgends hinstecken, weil da gibt es keinen Vergleich. Es gibt die Gegenden, wo die Frucht so hell ist in Burgund, die haben nicht diese unglaubliche Rasse. Und die, die diese Rasse haben, die sind in der Frucht nicht so hell. Aber das ist sensationell. Die Lage möchte ich sehen. Naja, es ist eigentlich nur der Bienenberg, es sind nur halt seine besten Parzellen und Selektion, ältesten okay. Lagen. Ja. Die spektakulärere Lage ist, glaube ich, der Schlossberg. Aber Also ich glaube nicht. fahr mal, schau dir La Romane Conti oder La Tasche an, die ist ja auch nicht spektakulär. Also das ist jedenfalls. Es ist wahrscheinlich unverständlicher für viele Leute, weil es viel zu kühl und zu straff und zu wenig schmeichelnd ist. Und weil es. Das glaube ich nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube es nicht. Ich glaube, diesen Wein kann man sich Glaube, viele Leute würden glauben, nicht. das ist dünn. Ja. Nein, das ist ganz, ganz großer Stoff. Betörend, packend. Das ist wie, wenn du das trinkst, glaubst du, dass sich da aromatische Stahlseile darunter winden. Es ist. Wir werden das nochmal probieren morgen. Das bleibt nicht aus, aber. Da ist halt schon oben in Deutschland. Wie gesagt, für mich wird es morgen ein Kopf an Kopf rennen zwischen Wildenstein, das ist es, Hubers, bevor wir es wieder vergessen am Ende. Jetzt kommt die Sonne rum, jetzt wird es spüren. Das ist Bienenberg Wildenstein, sein Topwein aus den ältesten Reben. Fast unbezahlbar, aber eigentlich jeden Cent wert. Die zwei. Der und der Rest, das wird morgen ein Rennen. Freue mich drauf. Ja, ich mich auch. okay. Jetzt haben wir es ein bisschen in die Länge gezogen, weil wir halt, weil es gar nicht anders ging. Das war's. Ein tolles Finale. Puh, für uns war es grandios. Ich hoffe, euch läuft ein bisschen das Wasser im Mund zusammen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Wir sind noch lange nicht durch mit den großen Gewächsen. Es sind noch jetzt wieder Stimmt. noch rund 100 da. Es ist passiert Geht noch der Quatsch noch einiges ein bisschen und weiter? der Quatsch geht noch ein bisschen weiter. Und es werden sicher noch jeden Tag noch ein paar ankommen. Wie auch immer, wir sehen uns wieder. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Tschüss.